Nicht schlecht. So, direkt noch ein Flammenschwert konstruieren. Kein Thema eigentlich. Ich habe gesagt, kein Thema und nicht. What geht ab, Mission? Impossible. So, eins der Motorräder muss ja noch funktionieren. Oh Gott, was haben wir denn hier? Schmeiß das Ding weg. Steig auf! Dann machen wir die Fliege. Level 40 sind wir jetzt. Ab und zu speichere ich jetzt immer mal. Man weiß ja nie, ne? So. Ah, kein Thema, kein Thema. Wuh! Scheiße! Ja, die können uns auf dem Motorrad ja direkt angreifen. Das ist so ein kleines bisschen... Alter! Nein, sind wir nicht. Folge mir! Mir nach! Mir nach! Komm schon, du schaffst das. Lauf mir ein bisschen hinterher. Dann machen wir das. Hättest du wohl gerne. Alter, diese Zombies. Schnell mir nach. Alter, hier sind nur diese Super-Zombies. Mir nach, mir nach, mir nach. Wupp. Alter. Wendigkeit beim Sprinten ist das, als was ich mir auf jeden Fall als nächstes hole. Ach lol. Pass auf. Steig ein. Ich dachte schon, ich schaff's nicht. Wo bist denn du? Der ist bestimmt schon eingestiegen, ja, ja. Natürlich ist er das. Viel Spaß. Alter, ja Mann, lass mich hier mal durch. Markus, komm mal mit. Heißklebepistole, ja. Liegt auch wieder so ein cooles Bowie-Messer. Vielleicht liegt dann hier wieder Motoröl, mit dem wir das verbasteln können. Nee, aber hier ist Nahrung. Geil. Hier, Kollege. Nimm dir einen Kaffee. Pock. Eine Nagelpistole. Ich bräuchte nochmal ein bisschen Motoröl. Die Turnschuhe? Die Turnschuhe habe ich mir schon geholt. Jetzt erstmal. Schlagstock, Polizeihose. Komm, die ziehe ich mir wieder an. Das sieht an. Gut aus. Ah, Motoröl. Sehr nice. Und dann können wir direkt noch ein Flammenschwert basteln. So muss das. Jawohl, ja. Er sagt's. Jawohl, ja. Tön. Mir mal die eiserne Klinge. So, Hauptmission. Kapitel 6. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Fliegt das Ding? Ach, wir brauchen noch die Teile. Verdammt, Mann. Wir müssen hier raus. Hör zu. Die gute Nachricht, ich habe diesen Brief von dem reichen Sammler in Sunset Hills gefunden, der mit dem Flugzeug tickt. Er hat die Teile. Er will sie spenden. Dann helfen wir ihm doch dabei. Hey, keine Sorge. Ihm geht's gut. Diego. Hilf mir mit dem Benzin, solange Nick weg ist. Ich schaff's nicht allein. So schaut's aus. Wir haben noch einen Punkt bekommen. Das ist eigentlich nicht so viel. Aber solche Punkte können wir in sowas umbasteln.
Kombinahrung. Ich bin gerade am überlegen, was wir uns denn noch geben könnten. Das könnten wir uns noch geben. Ach, komm. Ausweiden. Okay. Y plus B bei Aufforderung gedrückt halten kann unbewaffnet ausgeführt werden. Hammer geil. Haben wir ja noch gar nichts von benutzt eigentlich. Ausweiden. Müssten wir mal ein bisschen ausprobieren. Ist bestimmt gar nicht so schlecht, aber wir bewegen uns jetzt direkt wieder auf den Weg zur nächsten Mission. Beikommen. Zusammen stoppen wir sie. Ja, man, Sprengfleisch erstmal wieder eine Runde. Da sagt er was. Oh ja, Sprengfleisch ist nämlich genial. Und den Kaffee nehme ich auch mit. Und los geht's, wir müssen wieder los. Mir nach. Mir nach. Mir nach. Mir nach. So gut wie. Follow me. Wobei, das mache ich alleine. Ich hole die später ab. Bye, bye. Kann ich auf dem Weg nämlich noch einen Auftragsmord machen. Bye, Markus. Geh zu einem Versteck. Passt schon so. Zieh dich. Ich mach das im Alleingang. Ich brauche halt nur Nahrung und starke Kombiwaffen und dann geht das. Könnten uns mal wieder in ein... Ach, diese Kiste zieht ja... What, schon? Yeah! Wenigstens das Auto hier ignoriert das mal gekonnt weg. Wenigstens etwas. So. Ich fahre relativ richtig. Nicht komplett, aber... Machbare Angelegenheit. Oh, habe ich das nicht schön umkurvt? Das hat zerplatzt. Wie eine kleine Weintraube. Oh, Vorsicht. Oh oh. Was zum Henker? Legt mich. Ihr macht ja kaum Schaden. Vor allen Dingen will ich mal hier eiskalt durch, ihr Spinner. Warum explodiert da immer was? Blendgranate am Arsch. Zieht euch, ey. Das sind dann so diese super Army-Spinner und die können eigentlich eh nichts. Habt ihr ja gerade wunderschön gesehen. So, und jetzt links. Ja, komm. Funktioniert. Pock. Einfach alles plattholzen. Unzen wir einfach alles nieder. Immer wieder. Huch. Hier kommen wir schon nicht mehr weiter. Verzupf dich. Alter. Alter, ja klar, da explodiert erstmal alles um mich rum. Kann doch nicht wahr sein, ey. Wie viele ihr seid. Eiserne Klinge. Die macht das. Prügelt sich jetzt hier erstmal durch. Special Move und eiserne Klinge wieder auf, zack, Special Move, zack und zack. Komm zu Papa. Ja, bedient euch daran. Ja, ja.
konnte das denn passieren? Hätte mich eigentlich verarschen. ...37 von 50... Zombies gleichzeitig mit dem Sprengdingsbums getötet. Ja, es ist auch mächtig. Oh ja, wenn man genug Speed hat, schätze ich, könnte man das schaffen, aber nö. Mir ist das lieber, dass ich generell rüberkomme, als gar nicht. Varen. Oh, der muss natürlich wieder gerettet werden. Oh, wenn ich hier runtergefallen wäre, ne? Wäre so scheiße gewesen. Ich helfe dir, Kollege. Eiserne Klinge, Special Move. Ah, die haben ihre Fleischbrocken in der Hand. Man sieht das schon direkt. Und zack. Und Special Move. Das geht von der Hand wie geschnitten Brot. Ah, kein Thema. Ich bedanke mich für das bisschen EP 12.500. Wollt ihr Party machen? Okay, ich bin gerade am Überlegen. Ja, ich muss jetzt erstmal hier reinkommen. Hier rüber. Nee, ach, oben. Boah, verzischt euch. So, einen Schlag kann ich ja locker wegstecken. Und ein Kill-Missionsauftrag-Dings. Aber die waren bis jetzt nie sonderlich stark. Hier ist es nicht sicher. Na, hey, Alter. Was hast du gesagt? Ah. Was, Alter? Ich bin Jerry mit 2 I. Ah. Und ich werde mir meine verdiente Miss Gigantic California Trophäe holen. Nichts und niemand stellt sich mir den Weg. Hast du das gecheckt? Okay, hör zu. Der Wettbewerb wurde wahrscheinlich abgesagt wegen dieses Zombie-Ausbruchs. Gott, siehst du toll aus. Weißt du das, du Siegertyp? Also, du bist in der Tat gigantisch, Alter. Ah, nicht Alter, eine Lady. Nein, du wirst mich nicht schlagen. Ich bin Miss Gigantic California. Du hast es nicht. Hau! Du musst nichts beweisen. Alter, ja. Die macht mich fertig, ey. Oh Mann, diese Pissnelke, ey. What the fuck? Jetzt fahr zur Hölle! Du stoppst mich nicht. Glaubst du? Dann nimm dir doch wieder eins von deinen Gewichtdingern. Du hast mir bis jetzt eine HP gezogen. Komm her!
Du siehst stark aus. Aber nur so in der Theorie. Und zack. Lass mich eigentlich verarschen. Jetzt rastet die voll aus. Alter, mach mich fertig, ey. Das hat bei dir genauso geklatscht. Haben wir sie genutzt und 30.000 bekommen. Und direkt den nächsten Erfolg. Nicht übel. Die Tosi hat aber voll Bock gemacht, der Kampf. Stay, yay. Voll geil eigentlich. Diese Nebenquestinger, untersuche die Villa. Guck mal, das können wir auch noch machen. Da sind wir ja schon ganz nah. Sache. Schmacht die ganzen Zombies platt. Die hat die echt voll fertig gemacht, ne? War voll scheiße, dass es hier nichts gibt. Hier ist Nahrung. Vom Sound her gefiel mir das gerade gar nicht. Hier ist ja nur Nahrung. Oh, was waren da? Boxhandschuhe? Ja. Klinge ist immer noch besser. Ja, da werden jetzt ein paar hinlaufen und dann hat sich das und mehr auch nicht. Oh nein, nicht die. Jetzt seid ihr fällig hier. Direkt nochmal einen EP-Schub bekommen. Wir gehen jetzt auf zur Villa und machen da den nächsten Bekloppten fertig. Auf zur Villa. Komme ich denn da hoch? Ganz rechts. Verzieht euch. Mann. Und da bin ich drin. So, was zu essen wäre nicht schlecht. Ugeulenbräutschwert. Huch, warum sehe ich denn wieder aus wie sonst? Weil ich gesagt habe, ein Breitschwert. Das war ja mal scheiße. War ja mal voll für den Arsch. Das war ja überhaupt nicht geplant. Ja, aber erstmal den nächsten Psychopathen in der Villa wegmurksen. Ohne Blanka-Maske sind wir gar nicht cool. Das ist voll gemein. Als nächstes nehme ich wieder Wendigkeit, damit wir wieder schneller werden. Komme ich denn bei dem rein? Außen drumrum.